Arena Live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner Live. Ja, und zum Schluss dieses spannenden Fellner heute, unser spannendes, teilweise auch schon ein bisschen kultiges Duell am Montag, der linke Gutmenschenblogger Robert Miesig gegen den rechten Bösmenschen Sie so wollen. Bösmenschen-Twitterer und vor allem Mastermind, FPÖ-Mastermind Andreas Mölzer. Ja? Uns alle beschäftigt über die Parteien hinaus, über die wir heute auch noch reden werden, einmal die Frage, wie stehen wir denn jetzt da in dieser Corona-Krise? Stehen wir besser da als die anderen Länder? Ja? Und sind wir froh, dass wir nicht den Schwedenweg beschritten sind? Oder stehen wir schlechter da, weil einer noch einen anderen kracht und wir haben keine Ahnung, ob wir da aus dieser Grube je wieder herauskommen? Herr Mölzer. Naja, ein bisschen habe ich das Gefühl, dass die eigentliche Krise, nämlich die ökonomische, die wirtschaftliche, jetzt erst beginnt. Ne? Weil wir haben jetzt einen Stillstand gehabt, wir haben eine Quarantäne gehabt. Ne? Aber wo war die Krise? Ne? Mhm. Und jetzt kommt sie. Jetzt kommt sie ganz sicher. Und die Wirtschaft, wie soll man sagen, jammert zu Recht oder ist zu Recht empört. Weil jeden Tag höre ich aufs Neue, wie viele Millionen locker gemacht werden heute für die Wirte. Höre ich auch 500 Milliarden, Millionen, ja. Mhm. Und so weiter. Aber keiner kriegt da Geld. Oder viele sagen, ja, es ist viel zugesagt worden. Dann war eine irrsinnige Bürokratie. Aber am Konto habe ich nichts. Ne? Das höre ich. Ne? Mhm. Und da wächst die Empörung. Und da sieht man, dass halt viel Blabla ist bei der Regierung, die so entschlossen scheinbar gehandelt hat, aber real wenig umgesetzt wurde. Ne? Mhm. Und der Schaden ist einfach immens und die Folgen kommen erst. Die Menschen merken das ja noch nicht. Ne? Die Arbeitslosen oder die in der Kurzarbeit sagen, ja, wir haben 80% oder was weiß ich, wie viel kriegt. Es tut uns eh nicht weh, war eine schöne Zeit, wir haben daheim und im Garten schön arbeiten können, ne? Und mit der Oma geskypt. Ne? Und jetzt kommt es aber dann, das dicke Ende. Und das fürchte ich nicht, für die Regierung auch. Ne? Das ist das dicke Ende. Naja, dass jetzt einmal wirklich die Krise zuschlägt, dass die Arbeitslosen merken, ja hoppla, ne? Das ist wirklich eminent weniger, dass österreichische Familien, die mit zwei Verdienern, was weiß ich, 3.200 Euro im Monat haben, dass die sehen, wir haben 20, 30, 40% weniger. Es geht sie die Leasingrate nicht mehr aus, von Urlaub redet eh schon keiner mehr. Ne? Es geht sie die Rückzahlung für das Häusl oder für die Eigentumswohnung nicht mehr aus. Und dass jetzt wirklich die Leute sehen, dass die Krise, die jetzt kommt, nach der Angstkrise, die wir gehabt haben, ne? Eine Krise wirklich der Wirtschaft, der Kaufkraft und der Arbeit, des Arbeitsmarkts sein wird. Ne? Robert Miesig, ist er ein Schwarzmaler, der Andreas Mölzer, oder siehst du das ähnlich? Nein, er ist überhaupt kein Schwarzmaler. Und ich meine, ich weiß nicht, wann ich das erste Mal hier an dem Platz gesagt habe, dass die von Wirtschaft nichts verstehen. Gemünzt auf diese Regierung. Die ist Kurz und Blömel. Kurz, Blömel und die damit verbundenen Minister meinetwegen, aber auch die ganze, ja, sagen wir mal, die verbundenen Minister, wir haben ja auch eine Arbeitsministerin, eine Wirtschaftsministerin, ja, zu sagen, wie hieß das mit kostet es, was es wolle, ja, ja. Kostet es, was es wolle und dann hochbürokratische Töpfe aufsetzen, die für niemand funktionieren und dort, wo es funktionieren, sind es ja nur Peanuts und ganz viele, die sich widersprechen, ja, das auch noch so aufsetzen, dass es nicht das Finanzministerium abwickelt, sondern das muss unbedingt dem Herrn Mara seine WK Wirtschaftskammer machen. Dort haben sie nicht die Struktur. Die Struktur muss geschaffen werden, dann muss es aber erst Recht, habe ich jetzt gelesen, mit den Daten vom Finanzministerium abgeglichen werden. Wenn das gleich das Finanzministerium gemacht hat. Und dann auch das Einzige, was noch einigermaßen funktioniert hat, ist die Kurzarbeitsregelung. Aber wie hat sie denn funktioniert? Zuerst hat man sie zu minimal aufgesetzt, jetzt auch was die Kosten für die Betriebe betrifft, was die ersetzt, ja, ist sofort die Arbeitslosigkeit um 200.000 hochgeschnellt, dann musste man nachbessern, dann hat es wenigstens funktioniert, aber viele Betriebe haben dieses Geld ja noch überhaupt nicht bekommen. Fast, ja. Alle. Fast alle haben die noch nicht bekommen. Das heißt, du brauchst eine ganz erhebliche Liquidität, dass du ohne Umsätze Gehälter von März bis Juni eigentlich vorausstrecken kannst. Also nichts von all dem Zeug hat funktioniert und da gibt es eine riesengroße Wut und das ist nicht überraschend. Ja, ich meine wirklich, vor einem Monat bin ich da gesessen oder eineinhalb und habe gesagt, das funktioniert nicht. Das war jetzt Raketenwissenschaft, das zu sehen, auch im Vergleich zu Ländern wie Deutschland. Aber Robert, du bist ja auch einer derjenigen, der hier gesessen ist und gesagt hat, das, was hier gemacht wurde, war richtig. Es war alternativlos und das schwedische Beispiel hast du für nicht gut befunden. Nein,
in der Gesundheitskrise. Ja. Jetzt habe ich ja über die Wirtschaftskrise gesprochen. Ja, in der Gesundheitskrise war das more or less richtig. Ja. Also kann man hinterher immer im Detail ein bisschen besser was wissen. Und selbst da wissen wir nicht so viel, weil die Datenlage auch international, wir sind immer noch ein bisschen im Dunkeln, was diesen depperten Virus betrifft. Ja. Das muss man auch mal diskutieren. Ja. Also warum wissen wir bis jetzt eigentlich nicht, wie ansteckend sind Kinder? Das Ding gibt es seit, weiß ich nicht, Dezember in China. Es gibt unzählige Studien und eine so relativ bedeutende Milieu wie die Kinder. Da haben wir noch kein Wissen. Es kann ja irgendwie auch nicht ganz sein. Aber lassen wir das jetzt mal beiseite. Das ist im Grunde mehr oder weniger alternativlos auch richtig so gemacht worden. Aber in so einer Situation musst du die Wirtschaft und die Wirtschaftskreisläufe, die Wirtschaftsakteure, die kleinen Unternehmen, die großen Unternehmen, aber auch die Beschäftigten vollständig stabilisieren. Weil es kann nicht der Weg sein, das nur so halber zu machen, so unter Botschaft wie unsere Regierung, dann hast du 20% oder 30% Insolvenzen und dann, wenn du das Virus besiegt hast, machst du ein Konjunkturprogramm, willst die Wirtschaft ankurbeln, aber ein Drittel der Unternehmen ist einfach nicht mehr da. Und der Arbeitsplatz ist weg. Sie fahren derzeit tatsächlich ein Drittel der Unternehmen an die Wand, das glaubst du? Ich kann es jetzt nicht hochrechnen, ob es 20 oder 40 sind, ich sage jetzt mal, 30% ist nicht ganz unrealistisch. Ich gebe aber nur eines noch zu bedenken, wenn sie so weitermachen. Ja? Also ich denke, es ist ja nicht nur die Aufgabe der Opposition, sondern generell jetzt auch mit harter Kritik dafür zu sorgen, dass sie nicht so weitermachen. Ja? Selbst insolvente Unternehmen, die man schon in die Insolvenz schlittern hat können lassen, kann man natürlich mit staatlichen Eigenkapitalhilfen wieder aus der Insolvenz holen. Besser ist, man lässt sie gar nicht reinschlittern. Der Andreas Mölzer war ja einer, der immer gesagt hat, das war alles fürchterlich überzogen. Ja, ja, das sie, hätte man so alles nicht machen darf müssen. Darf ich Ihnen einen interessanten Aspekt sagen? Vor ein paar Tagen haben wir den Stand der wirklich akut Infizierten gehabt von 1300. Das war genau jener Stand, bei dem man begonnen hat, den Shutdown, also alles hinunterzufahren. Warum hat man denn jetzt bei 1300 nicht hinuntergefahren, sondern aufgemacht? Ne? Damals hat man alles hinuntergefahren. Also ich habe das Gefühl, dass man eigentlich, ich will nicht sagen mutwillig, sondern aus Angst, die man produziert hat wie die Bevölkerung und die man dann selber geglaubt hat, die Regierenden, hat man eigentlich aus einer Krise, die keine war, weil wir haben in Österreich keine Seuchenkrise gehabt, hat man eine Wirtschaftskrise, aber eine gesellschaftliche eine Krise. Aber es hätte natürlich eine werden können. Ja, vielleicht. Und wenn man dann für Radl hätte, wäre es auch nicht Bus. Naja, so ist es. Ich höre von Kritikern unserer Sendung, dass wir uns zu oft recht geben. Darum muss ich Ihnen jetzt einmal widersprechen. Ja, aber jetzt wollte ich Ihnen widersprechen. Nein, jetzt wollte ich uns wieder widersprechen. Warum, sagt man einer, warum bei 1300 Infizierten, wo Mitte März oder wann das war, hat man alles heruntergefahren. Ne? Und die jetzige Krise, die auf uns zukommt, nämlich die Arbeitsmarktkrise, die Wirtschaftskrise, die Krise der Betriebe, wirklich erst produziert. Jetzt hat man 1300 gehabt vor ein paar Tagen und da wird aufgemacht. Gut, da wird nichts runtergefahren. Dazwischen waren es aber über 7000. Ja, natürlich. Erkrankt. Oder 10.000 oder was weiß ich. Natürlich. Aber da sieht man, man hätte jetzt bei 1300 genauso. Also wir haben 1300, fahren wir herunter, Schluss aus. Es weiß jeder, dass wir ein Herunterfahren bei einer zweiten Welle, wenn sie kommt, ich glaube nicht, dass sie in dem Maße kommt, dass wir das nicht vertragen, nicht machen können und auch nicht machen müssen. Und darum könnte man sagen, da wird die Regierung natürlich widersprechen, man hat aufgrund einer im Grunde imaginierten Krise, in der man durch Angststrategie selber gebannt wie die Schlange, wie das Kaninchen auf die Schlange, auf diese Zahlen geschaut hat, hat man eine wirkliche Krise generiert, geschaffen, nämlich die gesellschaftliche Krise, die wir auch haben. Das ist ja noch immer nicht erledigt mit den ganzen Bürgerrechten und, und. Und vor allem die ökonomische Krise, von der Sie zu Recht sagen, dass sie auch durch vielerlei Fehlentscheidungen, durch Überbürokratisierung, durch große Inszenierung und wenig Daten in der Hinterhand produziert werden. Und ich bin gespannt, wie viele Klein- und Mittelbetriebe zusammenbrechen werden, weil die ganz großen halten es scheinbar aus, ne, bis auf die Auer. Ne. Aber die ganz Großen werden da durchtauchen. Aber die Kleinen und Mittleren, bin ich gespannt. Also bei den ganz Großen bin ich mir übrigens auch nicht so sicher. Das ist ja auch eine so fast, jetzt bin ich eher hier auf der linken Seite, eine vulgärmarxistische Annahme, dass die großen Unternehmen auf so viel quasi auf einem Geldsack sitzen. Wenn sie den hätten, hätten sie nämlich schon längst investiert. Das ist ganz unvernünftig für einen Großkapitalisten auf dem Geldsack zu sitzen. Also so einfach der Kapitalist ist, so
Beleidigung sind, viele so, so ist es ja auch. Viele Großkapitalisten haben wir nicht in Österreich, weil wir formatisch jetzt absehen. Ja, und wenn, dann würden sie ihr Geld oder ihre liquiden Mittel ja nicht liquide halten, sondern versuchen zu investieren. Na, dann haben sie aber erst recht, sie nicht, um in so einer Krise drüber zu kommen. Aber das ist nicht der entscheidende Punkt. Ihre Rechnung, wenn Sie jetzt schon ein bisschen streitert werden wollen, im Auftrag ihrer Zuseher, dann muss ich natürlich sagen, Sie wissen natürlich ganz genau, dass die Rechnung, die Sie da aufgestellt haben, jetzt nicht mehr in der Volksschule passt. Ja? Weil die entscheidende Frage ist ja nicht, gibt es jetzt augenblicklich 1400 erkannte Infizierte, sondern nein, die Frage aktiv ist, erkrankte, aktiv die Frage ist ja. in welche Richtung zeigt der Pfeil. Ja? Und wenn ich im März gehabt habe, 1400 erkrankte Infizierte und oben, weiß, dass es exponentiellen Anstieg gibt, dann weiß ich, was zwei Wochen später ist. Stimmt, und wenn ich jetzt in einer Situation bei einem Replikationsfaktor von 0,8 bin und 1400 habe, dann weiß ich auch, was in zwei Wochen ist. Man sagt ja genauso mit der Angstmache, die jetzt vor einer zweiten Welle gemacht wird, ne? So um Gottes Willen, die zweite Welle kommt in dem Moment, wenn wir aufmachen, so hat schon geheißen nach Ostern, wie wir die Geschäfte aufmachen, jetzt steigt es wieder an und wenn der Tourismus kommt, dann steigt es wieder an. Ne? Also man ist ja genauso von der Angststrategie her, sagt man, es wird wieder ansteigen. Also ganz ist das Argument, warum man nicht jetzt der wieder zumacht. Mölzer kommt aus Kärnten, da gibt es noch 9 Infizierte. 14 aktiv Erkrankte. Gestern haben wir nur mehr 10 gehabt. Gut, wurscht. Herr Feller, in Kärnten Mölzer, einen Infizierten Mölzer zu finden, ist wie ein Lotto 6er. Genau. So, also. Soll man noch Masken tragen? Das ist ja eigentlich ist, ja fast Kabarett. Nein, schauen Sie, es ist eine Behübschung. Ja? Ne? Ja? Ich sage, das ist ja wie ein Kabarett. Ich muss eine Maske tragen, obwohl ja so auf 600.000 Einwohner oder was wir haben, nahezu sind 10 Infizierte. Das ist ja eh pervers. Was soll das eigentlich? Das muss ja, man sich aber fragen. Ich würde jetzt schon ein bisschen warnen. Ich glaube, er ist ein Signal für die Veränderung der Gesellschaft, dass man nicht vergessen drauf. Auch dafür kann es ja richtig sein, dass wir uns selbst daran erinnert, dass wir eine Gefahr noch haben, was wir ja gelegentlich vergessen. Ich würde jetzt aber schon davor warnen, das so zu verblödeln, so quasi als gäbe es das alles nicht und wäre das alles irgendwie übertrieben, weil was wir natürlich schon wissen, soweit wir etwas wissen, das muss man dazu sagen, es gibt immer noch einen erheblichen Teil von Ungewissheit und deswegen muss man mit Voraussagen und selbst mit Worst-Case-Szenarien vorsichtig sein. Aber was wir natürlich einigermaßen wissen, ist, wenn wir durch diesen Sommer gehen, mit einer stabilen Zahl an Infizierten und damit infektiösen Menschen, Erkannten und Unerkannten, sagen wir, es sind jetzt im Moment 2000 in Österreich und es bleiben circa gleich viel, ja? Dann gehen wir mit 2000 in den September und in den Oktober, in die Zeit, wo es kalt wird, wo es nass wird, wo die Leute nicht mehr nur im Grünen sitzen, sondern auch zum Wirten reingehen, wo es nicht so heiß ist, dass man am Donaukanal sitzt, sondern wo es ein bisschen kühler ist. Und wo die Jungen wieder Shutdown? Nein, das ist eben nicht. Wo die jungen Leute dann in die Discos und die Clubs gehen und dann ist es super eng. Ja? Und dann hätten wir, wenn wir jetzt die 2000 behalten, sofort wieder ein exponentielles Wachstum, wenn wir Pech haben. Ja? Immer vorausgesetzt, man weiß es nicht. Aber und dann Frage müssen wir uns doch den Shutdown ersparen. Ja? Wir müssen diese Situation jetzt verhindern. Aber die Frage, Robert, ist ja, sperren wir das Land jetzt wieder auf, tun wir die Masken weg, darf man in Gastros ohne Masken bedienen, machen wir wieder Kulturveranstaltungen, sperren wir wieder eine Stadthalle, eine Markshalle oder vielleicht ein Stadion auf, wo Freiluft ist, lassen wir die Sommertheater in Niederösterreich stattfinden, ja, dürfen wir das alles wieder, lassen wir vielleicht 25% des Publikums zu Bundesligaspielen hinein oder sagst du um Gottes Willen, nicht ihr Irrsinnigen, dann haben wir die zweite Welle. Das ist eine schwierige Frage, nämlich jede einzelne dieser Punkte, den du genannt hast, kann man ohne Probleme mit Ja beantworten, ja, die Frage ist, kann man alle gleichzeitig mit Ja beantworten? Ja, das ist die entscheidende Frage, glaube ich. Und da würde ich jetzt sagen, da habe ich mein Bauchweh. Ich glaube, im Grunde genommen muss es ja eh so sein, dass, und wird auch so kommen, dass jetzt sukzessive gelockert wird. Ja? Die Gastro wird ja jetzt gleich aufgesperrt nächste Woche mit den Abstandsregeln, die bei uns jetzt nochmal etwas rigider sind als in Schweden. Mit den Masken drinnen, es ist eh Sommer, die meisten werden im Gastgarten sitzen. Im Gastgarten brauchst du natürlich keine
keine Maske. Ja, und im Gastgarten, wenn es eng ist, vielleicht noch eher. Ja, ja, als Kellner schon. Haben Sie mal 8 Stunden Maske? Ja, natürlich, es ist furchtbar. Ja, aber sind Sie mal 8 Stunden, das muss man auch mal bedenken, sind Sie mal 8 Stunden Pflegerin oder Arzt im Krankenhaus auf der Corona-Station, wo Sie wie ein Astronaut herumrennen. Ja, und ist nicht das mal wirklich notwendig? Natürlich ist das notwendig, Entschuldigung. Ja. Schauen Sie sich an die Ansteckungsraten des medizinischen Personals in Italien und in den USA. Wenn Sie mit der Corona-Infizierten in Kontakt, wie ist die Chance, dass es kriegt, schon relativ gut. Und das stimmt nur, dass Andreas Mölzer in Kärnten triffst gerade. Seit 10 unter 600.000 muss erst einmal. Die sechs sind auch in irgendwo im Spital vielleicht. Ja. Vermutlich, die sind auf Quarantäne. Auch wenn das so ist, und Sie haben sicher recht, dann gibt es wieder Veranstaltungen im Gedränge und da kann Infektion sein. Aber wenn das kommt im Herbst, ne? Oder wenn das kommt wieder nach touristischen Großereignissen, ne? Dann haben wir Masken genug in Österreich, dann haben wir Schutzanzüge, dann haben wir Beatmungsgeräte, dann haben wir Intensivbetten und dann haben wir hoffentlich auch Medikamente, von denen einigermaßen erprobt ist, dass sie für die ganz schweren Fälle, und das sind ja minimale Prozente, da sind und verwendbar sind. Ja, Mölzer, und dann riskiere ich es nicht mehr, dass ich alles verbiete, jede Kultur, jeden Sport, alles. Ja. Ja. Mölzer war immer ein großer Anhänger von Sperrt die Grenzen zu. Ja, ist er jetzt als Kärntner, der ja schon langsam austauben muss, dass das Land gegen die Wand fährt mit seinem Tourismus, ein Anhänger von Sperrt die Grenzen endlich auf? Schauen Sie, also ich würde sagen, kulturellen Gründen wäre dafür, dass man Kärnten für die Wiener zusperren bisweilen. Ja. Aber auf der anderen Seite... Für die Deutschen auch ist die Frage. Ja, natürlich. Im Grunde ist es so, ein Land, das so vom Tourismus lebt. Nein, das betrifft nicht nur Kärnten. Schauen Sie nach Istrien, schauen Sie nach Friaul, schauen Sie nach Lignano, Grado, Jesolo, schauen Sie nach Salzburg. Das geht ja nicht, dass man das ganze Land ruinieren, die ganze Wirtschaft, jeden Kulturbetrieb und alles für eine Seuchenwelle, die bei uns keine war, keine Krise. Mag sein, die Regierung wird sagen, wegen dieser tollen Maßnahmen, die wir ergriffen haben. Ne? Ich glaube es nicht. Ne? Ich glaube es nicht. Und vor allem ein zweites Mal, noch einmal, das also, Grenzen auf? In Maßen, in vernünftigen Maßen. Deutsche Grenze auf. Ja, sicher, es wird nicht anders gehen. Ne? Deutsche Grenze auf, kroatische Grenze. Ja, sicher. Ich habe in Istrien eine Wohnung, ich muss da runterfahren. Ich weiß gar nicht, ob die noch also steht. Also deutsche Grenze auf, kroatische Grenze auf. Nach Ibiza muss man auch Masken weg. Und Ossiacher Kultursommer, oder wie es heißt, soll stattfinden? Karintischer Sommer, bin ich sehr dafür, dass er nicht so viele Leute trinken, dass ich nicht so. Ja, also Kulturfestivals wieder stattfinden lassen. In vernünftigen Maßen. Und schauen Sie, es ist halt so, wenn jemand vorerkrankt ist und an die 80 ist und was, dann wird er halt wahrscheinlich nicht ins Stadion gehen, wenn das Riesengedränge ist zum Beispiel. Also die Vernunft der Menschen, die Eigenverantwortung und auch die Eigenprävention wird wichtig sein. Ne? Und wenn was passiert, das sieht man jetzt in Deutschland auch, wo es wieder eine Häufung gibt, in Ball, dann wird man punktuell reagieren. Wird man das ganze Land runterfahren, dann wird man dieses Pflegeheim besonders betreuen, dann wird man den Ort so und so. Ne? Das geht ja auch. Ja, wir haben ja da mit ganzen Branchen zu tun, wenn man sich gerade Deutschland jetzt anschaut. Ja. Ich meine, die Schlachthöfe, man hat mir den Eindruck, die... Also, ich habe noch selten auf einer Kolumne von mir so viel Echo gehabt, wie am Sonntag auf Sperrt das Land wieder auf. Mhm. Deine Meinung, sperrt es wieder auf oder nicht? Es wird ja jetzt eh aufgesperrt, da braucht man ja keine Meinung dazu haben. Die Frage ist sperren wir Kultur wieder auf? Ja, natürlich muss man die Kultur aufsperren, würde ich schon sagen, weil es ja auch vollkommen absurde Widersprüche mittlerweile gibt. Ja, die Laufhäuser sperren sie auf und ins Theater darf man nicht gehen und der Opernsänger darf nicht runtersingen. Das hat ja alles keinen gemeinsamen Blick mehr, kein Gesicht mehr. Ja, das ist der richtige Ausdruck. Also Kultur muss wieder stattfinden. Ja, und vor allem, das ist ja für die wahnsinnig arg. Also da darf man ja auch nicht vergessen, das sind ja diejenigen, die haben bis jetzt überhaupt nichts gekriegt. Wobei, da würde ich auch sagen, warum haben die bisher nichts gekriegt? Ja, warum eigentlich? Ja, warum da gibt es den Lukas Resetaritz, der sagt, blasen wir der Lunacek den Marsch. Ja, natürlich. Richtig? Also, die Lunacek ist wirklich... eine Feldbesetzung. Das tut mir jetzt wirklich weh, weil ich die auch gut kenne und eigentlich ein gutes persönliches Verhältnis zu ihr habe und politisch mit ihr nie was zu tun gehabt habe, also weiß ich nicht, ob sie gut oder schlecht ist. Nur was ich jetzt da jetzt sehe, das darf doch nicht wahr sein. Ja, du bist Kulturminister, Staatssekretärin, das Problem rennt seit, weiß ich nicht, 2,5 Monaten und es ist nichts gekommen, aber einfach nichts. Ja? Das ist wirklich nicht mehr verteidigbar oder rechtfertigbar, das ist klar. Damit sind wir beim Thema der nächsten Runde, das heißt, wer kommt gut durch die Krise als Politiker, wer nicht? Wer fährt an die Wand? Und dann dürfen wir nicht vergessen, dass der Andreas Mölzer am nächsten Sonntag ein Jubiläum feiern muss.
Nein, nicht die, sondern ein paar ehemalige Freunde von mir. Ja, genau, die ehemalige Partei, ein Jahr Ibiza. Auch darüber reden wir gleich, kurze Werbepause. Und dann heißt die Frage, wie gut geht's Kurz und geht's ihm nur lang gut? Wie gut geht's Lunacek und geht's dir überhaupt nicht mehr gut? Und was ist mit Randy? Und was ist mit der FPÖ? Wir sind gleich wieder da. Ja, klar, das ist Wiener Bürgermeister. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Also so ganz so wortlich hat er es nicht gesagt, aber wir waren so, die beiden so Herren schon eifrig im Streiten. Ja, genau. Die haben sich jetzt endlich in die Haare gekriegt, einmal, nachdem ja der eine oder andere Zuschauer gesagt hat, was ist mit den zwei los? Sind die jetzt auf Pussy-Pussy? Aber sie hatten halt teilweise ähnliche Meinungen. Das wird sich jetzt ein bisschen ändern, weil jetzt reden wir mal über die politische Analyse dieser Corona-Krise. Wie schaut es da eigentlich aus? Wer ist der Gewinner, wer ist der Verlierer? Bis jetzt war der Sebastian Kurz der große Gewinner. Aber schauen Sie, der kommt dann ja vor wie Jesus, der übers Wasser geht. Ich würde sagen, er ist ein Seuchenkrisengewinner. Ne, würde ich sagen, glaubt man. Aber die Bäume wachsen nicht in den Himmel. Ne, es sinken die Zustimmungswerte. Und es ist natürlich nach der Phase der ersten paar Wochen, wo man Angst gehabt hat, sage auch ich, muss ich gestehen, habe nichts angegriffen, gesagt, um Gottes Willen. Man war von dieser Angstpropaganda schon beeindruckt. Ne? Und die Bevölkerung hat sich da um den Kurz, um die Regierenden geschart. Ne? Inzwischen ist man dieser Pressekonferenz-Inszenierung, wo sie im Gleichschritt einmarschieren mit Masken, so, schon ein bisschen überdrüssig. Und die Leute sehen, was alles, gerade im wirtschaftlichen Bereich haben wir diskutiert, an Fehlverhalten, an Fehlern, an wirklichen Fehlern passiert sind und dass sie die Leidtragenden sind. Darum sinkt einmal die Zustimmung. Das heißt also, der Traum, und ich habe auch gedacht, na, wer weiß, der Kurz wird vielleicht wählen lassen, ne, wenn er so gut dasteht und so, warum sollte der nicht eine absolute Mehrheit anpeilen, ne, oder mit den Neos als Hilfssatrapen sozusagen. Ne? Und das, glaube ich, davon entfernen wir uns wieder. Und es wird, ich schätze, bis zum Herbst, gerade wenn die Arbeitslosigkeit das alles voll durchschlägt, noch weiter sinken. Also davon gehe ich aus. Robert Miesig? Ja, ich, absolut. Ich würde es so vielleicht sogar noch mal stärker sagen. Ja, also dieser Höhenflug in den Umfragen rund um die Krise selbst, des Schadens, um die, von denen man die Hoffnung hat, die haben das jetzt im Griff. Das ist jetzt vorbei. Es geht jetzt steil für Sebastian Kurz bergab. Steil bergab? Ja, es geht steil bergab. Ja, also ich meine, das werden in den Zustimmungsraten, sieht man das ja schon in verschiedenen Umfragen, dass das teilweise -20% ist. Innerhalb von einem sehr hohen Niveau, ohne Zweifel. Aber da brauchen wir jetzt dann nur mal fortrechnen, wann das noch innerhalb von zwei Wochen nochmal 5%, nochmal 5%, na, dann ist der bei 40% Zustimmungsrate. Ja? Also das ist eigentlich dann ein schlechter Wert für einen Bundeskanzler schon langsam. Mhm. Das sind ja noch nicht alles die Leute, die ihn wollen. Also da gibt es dann ja nochmal weniger. Ja? Und das wird ein, weil die Leute ja einerseits sehen, es ist hausgemacht, die Fehler, die sind gemacht worden. Aber es sind ja auch ganz viele Menschen, die jetzt extreme existenzielle Sorgen haben und die werden ja nur mehr abgeschasselt. Also ich meine, heute, man hat es verabsäumt, die Gastronomie für die Pläne aufzulegen. Man hat es verabsäumt, deren Umsatzeinbruch zu ersetzen. Man hat alles verabsäumt. Man hat sie behördlich gesperrt. Und dann stellt sich der Bundeskanzler hin und sagt, ja bitte, liebe Bürger, dass das ihr jetzt lösen, indem ihr zum Österreicher und Österreicherinnen zum österreichischen Wirten geht's. Ja? Die Österreicher sollen das jetzt lösen, was er verabsäumt hat. Das ist ja wirklich nur mal ein Papier. Und das spüren die Menschen. Die Frage, Robert, ist ja, kann ein Regierungschef 1 Million Arbeitslose überleben? Und da gleich eine kurze Abschweifung, die aber dazugehört. Kann Donald Trump seine 6 Millionen Arbeitslosen überleben? Erstens würde ich da als erstes mal sagen, da habe ich nicht ganz so ein taktisches Verhältnis dazu, sondern da sage ich als Mensch und als Bürger dieses Landes, ist es mir jetzt mal ein bisschen wurscht, ob das dem Bundeskanzler hilft oder schadet. Auch wenn ich mich vielleicht persönlich freue, wenn ihm was schadet. Ja? Mhm. Aber so freien tue ich mich drüber nicht, weil es sind 1 Million Schicksale. Ja? Und da ist mir lieber, der Bundeskanzler macht das Richtige und es nutzt ihm und es gibt keine Existenznöte bei den Menschen, als dass der Bundeskanzler schlampt, es schadet ihm, aber die Menschen gehen vor den Hund, ja? Vor die Hund. Ja? Dann würde ich sagen, überleben kannst du natürlich viel, wenn nicht die nächste Wahl vor der Tür steht im Bund. Ja? Also kann der Sebastian Kurz möglicherweise auch eine solche Situation überleben.
geben, wobei wir natürlich wissen, in dem Moment, wo es bergab geht und die Umfragen nach unten zeigen und die Wut höher wird, kannst du nicht sagen, okay, ist es schwieriger zu sagen, wir haben diese Mehrheit im Parlament und die Wahlen sind erst 2023 oder wann sie sind, oder wann sind sie, ja, eher 23, 24, und das braucht uns keine Sorge machen, dann werden alle Beteiligten nervös, dann beginnt vielleicht die Regierung zu krachen, die Opposition wird machtvoller, weil sie mehr Selbstbewusstsein hat mit den Umfragen, die sie dann hoffentlich im Rücken hat, und dann wird es natürlich für eine Regierung schwierig, das zu übernehmen. Andreas Mölzer. Wissen Sie was? Ich habe das Gefühl, dass die Bubadl-Partie des Sebastian Kurz, über die da ein Journalist jetzt gerade ein Buch geschrieben hat, dass die nicht so super ist, wie man gemeinhin tut. Und da glaubt man, das ist eine Runde von Nobelpreisträgern, die alles im Griff haben. Ich habe das Gefühl, die sind viel schwächer, als man glaubt. Und die machen viel mehr Fehler im wirtschaftlichen, aber auch in der Beurteilung. Ne? Die Geschichte mit den Gastwirten, die Sie kurz angesprochen haben, das ist so ein Fall. Die arbeiten viel weniger solid, als man glaubt. Ne? Die haben nur diesen Hype, diesen Höhenflug, wo sie so super überdrüber sind und alles im Griff haben. Ne? In Wirklichkeit ist das, was der alte Hayek gesagt hat, ne? Alles, was die Mächtigen planen, schlägt auch immer wieder zwangsläufig fehl, richtig, auch bei dieser Partie. Und darum sage ich eins, ich habe schon so viele politische Leichen in meinem Leben vorbeischwimmen gesehen im Fluss. Ich werde auch diese Herren von politischen Herren noch vorbeischwimmen sehen. Über die reden wir dann noch, über die politischen Leichen. Also da geht es auch. Wer in der Regierung ist derzeit der politische Leiche und wer macht einen guten Job? Naja, gut, die Frau Lunacek haben wir schon angesprochen, politische Leiche. Oh, Frau Lunacek ist eine politische Leiche. Nein, das würde ich nicht sagen, das kann man auch, die können das auch durchtauchen, wenn sie dann wieder von den Medien bejubelt werden und was weiß ich. Aber also, es gibt Flop. Wesentliche Medien in diesem Lande, ich meine den Staatsfunk und die größte Tageszeitung, sind nicht zu Regierungsbejubelungsorganen verkommen, verkümmert. Ne? Und da kann man natürlich auch die Frau Lunacek, die wirklich im Moment versagt hat für die Kulturszene, kann man unter Umständen wieder aufbauen. Das weiß man alles nicht. Das kann alles in 3 Monaten ganz anders sein. Ne? Und der Bundeskanzler, der also diesen Höhenflug hatte, das glaube ich, der Zenit ist sicher überschritten. Ne? Anschober, der Innenminister und so, das spielt alles eine untergeordnete Rolle. Ne? Aber eins muss man auch sagen, auch wenn das bergab geht jetzt wieder in den Umfragen oder Zustimmungswerten für die Regierung, wo sind denn die politischen Alternativen? So denken wir. Gibt es jemanden in der Regierung, der einen guten Job macht? Ja, der Anschober hat eine, ich sehe den wirklich als Van der Bellen-Nachfolger, weil allein das ruhige Sprechen des Herrn Volksschullehrers kommt gut an, ne? Die Leute haben das Gefühl, das ist alles so nett, dass das in Wirklichkeit so unscharfe Empfehlungen sind. Ne? Heute höre ich zum Beispiel, dass es nur eine Empfehlung ist, dass man im Wirtshaus, was weiß ich, die Maske tragen muss oder auch nicht, oder was war noch eine Empfehlung, waren noch ein paar Dinge, das sind alles so unscharfe Dinge, aber der kommt gut an. Ne? Das aber das ist ja auch einen Grund, ich meine, gibt's jemand, der positiv ist in der Regierung? Ja, natürlich ist das Anschober, und der hat uns ja auch vor einiges erspart. Das, was Sie die Unschärfe nennen, ist ja auch meiner Meinung nach und meiner Recherche nach Ausdruck von Uneinigkeit zwischen ÖVP und Grünen immer gewesen. Sein, ja. Die ÖVP wollte immer viel mehr zusperren und der Anschober weniger. Die und ÖVP, du wirst es erlebt haben, aber ich sage das nicht, du wirst es als Journalist auch erlebt haben, dass die ÖVP immer gesteuert hat, der Anschober bremst immer. Ja? Was wir heute wissen, ist, dass der Kurz eine totale Ausgangssperre machen wollte, wie in Italien, dann hätte man nicht spazieren gedürfen und der Anschober uns das Spazieren gerettet hat mit anderen Grünen. Außer dem Anschober noch jemand, der positiv rüberkommt? Medial eher wenig. Ich glaube, dass Kogler das einigermaßen gut macht, weil ich glaube, dass er in den Wirtschaftsprogrammen, hinter den Kulissen, eine wahnsinnig viel Arbeit hat, dieser ÖVP-Partie einigermaßen funktionierendes Zeugs rauszureißen. Aber das kann ich jetzt nicht beurteilen. Ja? Blümel, Katastrophe. Ja, also ich habe den auch gestern dann in der ZIP 2 gesehen. Bisher waren ja die ganz gut darin, zwar schlechte Sachen zu machen, aber sie super zu verkaufen. Mittlerweile sind sie nicht mal mehr im Verkaufen gut. Ja? Weil sie merken, wenn dir das Selbstbewusstsein fällt, wenn du merkst, okay, jetzt wettert der Wind ins Gesicht, dann wirst du dann plötzlich Zahlen, die irgendein Beamter aufsetzt, referiert an Zahlen, wo man es geführt hat. Der also, überhaupt nicht davon waren die alle so schlecht sind, wie ihr sagt, dann müsste jetzt ja die Stunde der Opposition kommen. Das ist genau das wie Dilemma. Wie schaut es denn aus mit unserer Pamela? Das Dilemma, das ich zuerst ansprechen wollte, jetzt geht zwar die Zustimmung für die Regierung runter, aber wo sind die Alternativen? Schon selbstkritisch sage ich mal, da kommen wir vielleicht noch, die Freiheitlichen sind noch immer in der Abwärtsspirale, das wird vor der Wiener Wahl sich nur schwerlich wenden. Und die SPÖ hat gerade jetzt zuletzt wieder mit der Auswertung dieser Umfrage ein Trauerspiel, da kommt man als wirklich
SPÖ-Gegner, als politischer kommen mir die Tränen fast. Also viel blöder kann man es nicht machen. Dass da missgünstige Stimmen, und schauen Sie, der Österreicher ist schon ein sehr skeptischer Mensch und kann auch ein Miesmacher sein. Und dass da sofort der Verdacht auf, na, das ist da ein Monat klein, die haben das getürkt, die haben sich das so hingetraut, wie sie es gebraucht haben. Der Herr Deutsch scheint ja ein unglaublicher Stratege zu sein. Das ist also wirklich ein Wahnsinn. Und dass dann ein Notar bemühen müssen, um doch noch was zu reparieren und dann die Leute aushauen müssen, die, von denen das angeblich ausgeht, die kennt ihr nicht, das wissen Sie besser. Unser Fuß. Das ist, ja. Das ist es ja nicht. Das ist es ja nicht. Nein, also, das ist schon traurig. Was Sie da schildern, ist nicht ganz falsch, das ist schon richtig, aber es ist auch nicht ganz richtig. Ja, sozusagen einerseits hat es dieses Tohuwabohu gegeben, das total verhinderbar gewesen wäre. Ja, da haben Sie vollkommen recht. Also da gibt es sowohl Leute, die intrigieren, aber natürlich auch Leute, die ihr Geschäft nicht kennen, wie der Bundesgeschäftsführer Deutsch, der das reparieren muss im Augenblick und dann lässt man es laufen. Aber man muss auch sagen, indem die Parteivorsitzende sofort verfügt hat, wieder Kontrolle auszählen dort, wo es notwendig ist, unter notarieller Beteiligung, ist nicht nur der Schaden innerhalb von einem halben Tag repariert gewesen, sondern es ist noch etwas anderes passiert. Die Dame kommt schon langsam in die Gänge, oder? Das glaube ich auch, ja. Das wollte ich gerade sagen. Sie hat, das soll man nicht vergessen, in der letzten Woche zwei Siege errungen, nicht nur eine. Ja? Der eine Sieg war bei der Abstimmung, 71% Zustimmung. Na schon, 71% Zustimmung und 41% Zustimmung. Naja, hat es noch nie gegeben, so eine Beteiligung. Bei und wie viel hat der Faymann, und was hat der Faymann gehabt beim 2014? Drei Jahre vor seinem Rücktritt hat er 83% bei einem Parteitag gehabt. Handverlesene Funktionäre. Also 71% in so einer Situation, wo viele Leute sagen und auch die Medien, das ist doch mehr als erwartet werden konnte. Zweite Sieg war, dass es dann diese Turbulenzen gegeben hat und Leute da schon wieder gezündelt haben. Und die sind sofort zusammengebrochen. Ja? Das heißt, sie hat nochmal am Freitag gegen Intriganten gewonnen. Das heißt, sie ist, das hat man ja auch in der Pressestunde gesehen, ich habe sehr kritisch zugeschaut, weil ich mir immer denke, ich schaue immer so mit den Augen, was machen die Leute, denen auf die ich hoffe, schlecht, damit man es ja besser machen kann. Ich habe sie noch nie so gut gesehen. Ja? Sie ist gut. Was ist der Pyrrhus-Sieg? Naja, der Pyrrhus-Sieg ist der, dass sie hat heute jetzt von 160.000 Parteimitgliedern, glaube ich, gibt es noch von der SPÖ, 30.000 motiviert zu einer Zustimmung, kann man sagen. Und sie hat jetzt offenbar ihre Gegner enttarnt und auch ein bisschen desavouiert, ne, dadurch. Und da 30.000? Sie hat doch 50.000. Na, Moment, von 40%. 70.000 haben teilgenommen und 50.000 haben für sie gestimmt. Haben 40% teilgenommen oder mehr? 41 haben teilgenommen, also ja, 69.000 haben abgestimmt und 50.000 haben für sie gestimmt. Ja. Kann man sagen, von diesen Parteimitgliedern 130.000 ist der Unterschied. Aber es ist halt die Frage, wie man sowas bewertet. Was heißt Pyrrhus-Sieg? Pyrrhus-Sieg heißt ja, das Ganze geht nach hinten los. Es geht nach hinten insofern los, weil sie innenpolitisch, gesamtpolitisch, sieht man in den Umfragen, nicht gestärkt ist. Sie hat, das habe ich von vielen oder von mehreren Leuten auch gehört, sie war gut in der Pressestunde da, sie gewinnt offenbar an Statur, nur dass sie wirklich eine Alternative wäre jetzt gegen das ist Kurz, ja die Frage. Als Oppositionschef, kann sie schaffen, die stärkste als Frau, die immer stärker in ihren Auftritten wird. Die Frauen haben da alle einen Bonus. Warum sollen wir denn das jetzt schon so beurteilen? Vor einer Woche war klar, sie war, ist keine Alternative, weil sie war eine Parteivorsitzende, die sich gerade vor einem Votum... Wir haben immer gesagt, es gibt keine Alternative zu ihr. Sie ist keine Alternative... Zu kurz. Jetzt ist sie gestärkt, seit Donnerstag. Ja. Am Freitag wurde sie nochmal gestärkt. Am Sonntag haben wir gesehen, wie sie in die Gänge kommt. Die SPÖ schafft es auch, das muss man auch, nicht vergessen, die Kritik an der Regierung jetzt ist erst einmal prononziert und konsequent zu äußern. Seit 10 Tagen funktioniert das. Ja. Also wenn das eine Alternative noch wird, dann wird es ja jetzt. Ja. Also das werden wir sehen. Aber die Hoffnung ist nicht, in der Krise, wo sie als Ärztin punkten hätte können, ne? Viktor Adler schon, nein, aber das hat sie nicht geschafft. In der Hochphase der Gesundheit... Immerhin hat ihr leichter Wiederaufstieg da bekommen. Aber eins würde ich Sie bitten, das würden Sie vielleicht als Sozialdemokratie raten, dass Sie nicht immer sagen, Österreich, das heißt Österreich, nicht Österreich. Passt. Nein, wirklich. Das soll ja mal machen. Wie heißt die Zeitung, heißt die Österreich? Soll man manche in der FPÖ, die das so aussprechen. So, lange Rede, kurzer Sinn.
Die FPÖ tut dem Andreas Mölzer derzeit im Herzen weh. Naja, schauen Sie, ich habe Verständnis für die Situation, weil die Opposition insgesamt und auch oder vor allem die FPÖ natürlich in der Krisenzeit nicht wirklich drüber gekommen ist. Ne? Es hat Kickl meines Erachtens im Nationalrat eine sehr kritische und sehr gute Rede gehalten, ne? Aber das ist halt punktuell und sonst kommt man einfach nicht drüber. Ich glaube aber schon, dass mit zunehmender Normalisierung, ne, und mit retrospektiver kritischer Betrachtung der ganzen Krise der FPÖ-Standpunkt auch wieder stärker gewürdigt werden wird. Na, und die Frage ist ja, können die Zweites und vor allem kann man sowas zu zweit oder muss es nicht einer alleine machen? Und ist es nicht doch so, das Problem haben wir seit dass Jahren, der Vorgänger, ne, viel stärker war als die Nachfolger? Natürlich war der Heinz-Christian Strache nach einem 15-jährigen Aufbauprozess, wo er gepusht wurde als der Superheld, der Freiheitliche, war in einer starken Position, das haben wir jetzt noch nicht. Und Sie wissen eh, oder wir wissen, dass Hofer mit seiner moderaten Art gerade jetzt wahnsinnig schwer drüber gekommen ist. Ne? Wenn er eine Pressekonferenz gegeben hat, das war halt das Interesse der Medien mäßig. Ne? Das hat man einfach kaum gebraucht. Ne? Und Kickl mit seiner angriffigen Art hat es auch schwer gehabt im Parlament. Aber es gibt keinen Konflikt zwischen den zwei beiden, auch jetzt in der Krise nicht. Und man weiß, dass natürlich dieser oft langsame Aufstiegsprozess wieder kommen wird. Nur, ob er vor der Wien-Wahl noch kommt, das habe ich meine Zweifel. Das ist natürlich nicht zu erwarten. Die Sondersituation, ja, mit Strache, ja, und einem schlechten Abschneiden. Dein Mitleid mit der FPÖ hält sich in Grenzen? Das hält sich natürlich in Grenzen, weil ich nie ein großes Mitleid mit einer weitstehenden Rechtspartei habe. Und grundsätzlich, lassen Sie mich das Ironische jetzt sozusagen, und grundsätzlich mich freue, wenn die weitstehende Rechtspartei runterfährt. Schauen Sie, ich habe Mitleid mit der SPÖ, Sie freuen sich. Das war ja nur meine Einleitung. Also, und das Entscheidende haben Sie jetzt versäumt, nämlich da wollte ich sagen, dass man heute halt in Österreich im Augenblick gar nicht so genau weiß, wer eigentlich die am weitesten rechtsstehende Rechtspartei ist. Also ob ich mich dann nicht eher über einen Niedergang der ÖVP freuen muss. Und das ist natürlich eine Stimmung, die man auch in vielen Bereichen erlebt, in denen auch ich so unterwegs bin, dass diese Haltung, ja, die FPÖ ist unser härtester Gegner oder mit dem wir das ärgste Problem haben, das hat sich irgendwie aufgelöst. Weil die ÖVP ist auch nichts mehr besser als die ÖVP, als die FPÖ mehr war. Also überspitzt formuliert, man wünscht sich einen Heider, wenn man sich den kurz anschaut. Genau, sind die zwei in der Lage, die FPÖ zu führen oder kennen die dem Strache nicht das Wasser? Im Moment haben sie einen schwierigen Stand, glaube ich, generell, also auch von der Gesamtsituation für sich. Und wahrscheinlich sind sie auch nicht die Richtigen und nicht nur deswegen, weil sie irgendwie schlecht sind oder jetzt handwerklich, sondern weil wahrscheinlich der Hofer nicht der große Bringer ist auf der einen Seite auf dieser moderaten Schiene, ja, und weil Kickl halt einfach zu polarisierend und zu aggressiv und zu rechts ist. Also du brauchst eigentlich einen, der mehr oder weniger in der Mitte steht, ja, der nicht alle vernünftigen Wähler gleich abschreckt wie der Kickl und der aber gleichzeitig nicht so konturlos ist wie der Hofer, das sei auch niemand gewinnt. Jetzt haben wir am Sonntag großes Jubiläum, ja, ein Jahr Ibiza, wer sich noch erinnern kann, wo er war, an diesem berühmten Freitag, den 17. um 18 Uhr, als er das Video gesehen hat, ja, also ein bisschen so wie andere historische Ereignisse. Der Österreicher neigt aber zur Verklärung, nicht? Das Ganze hat jetzt schon was Operettenhaftes an sich. Die zwei tun das als besoffene Geschichte. Der Gutenus hat schon den ehrlichen Sager. Wer sich an Ibiza noch erinnern kann, ist nicht dabei gewesen. Ja, ist es so lustig im Nachhinein? Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass die Österreicher so vergessen. Ich meine, Strache und Gudenus haben ihre Zukunft hinter sich. Ja? Auch wenn es dem Strache noch keiner gesagt hat. Ja? Und das sind natürlich jetzt die beiden, letztendlich beiden Hauptbeteiligten an der Geschichte. Und auch wenn sie meines Erachtens natürlich mit ihrer Partei was zunehmen. Also die kann sich nicht so leicht davon distanzieren, aber natürlich kann sie es. Das funktioniert, das sieht man jetzt, also die FPÖ schafft es jetzt irgendwie langsam zu sagen, ja, das sind die zwei und wir haben damit nichts zu tun und wir sind sauber und so weiter. Ja, also und eine Operettenverkehrung von Ibiza siehst du? Was meinst du mit einer Operette? So von der Geschichte, mein Gott, die armen Hund sind da geklebt worden nicht. Von Prostituierten. Dazu ist es zu groß und zu bedeutend und zu gewichtig im Sinne von Staatspolitik.
politischer Katastrophe und Korruption. Dass es natürlich seine lächerlichen Seiten hat und dass man gut darüber lachen kann, ist auch logisch. Ich meine, schau dir das Video an. Es gibt ja auch die Verklärung, dass man sagt, die zwei haben nicht das gesagt, was die anderen nicht gemacht haben, weil die Krone hat zwar nicht der Stache gekauft, aber der Herr Benko. Erstens mal kann man dauernd irgendwas sagen, aber da habe ich etwas gesehen im Fernsehen und es war live übertragen und man hat die kriminelle Energie der Leute gesehen. Jetzt kann ich auf anderen Seiten eine gewisse kriminelle Energie mir möglicherweise ausmalen und annehmen, dass es sie gibt und wahrscheinlich gibt es in einem bestimmten Bereich ist das plausibel, dass man sich das ausmalt, aber ich kann es halt nicht beweisen. Die zwei sind überführt. Das ist schon ein Unterschied. Ja, muss man schon mal sagen, Operette hinher, also Musical, wenn man kann's schreiben, ne, über Ibiza. Ne. Aber schauen Sie, das Interessante ist das, es ist kaum ein Jahr her, inzwischen Europawahl, Nationalratswahl, Wahlkampf dazwischen, Klimakrise, dann Regierungsbildung, die Grünen in die Regierung, Corona-Krise, jetzt Wirtschaftskrise. Ist ja unglaublich, was alles passiert ist und wie das in den Hintergrund getreten ist. Ne, man kann wirklich sagen, Ibiza war da irgendwas. Ne? Das ist, habe ich einen Gastkommentar für ein geschätztes Blatt geschrieben, gerade für den Herrn Schimmer. Wenn wir sehen, auf jeden Fall. Die Österreicher sehen natürlich eins, und da haben sie recht, der Eindruck war ein solcher, ich bin da im Krankenhaus gerade gelegen, habe das auch gesehen, alles, um Gottes Willen, da gibt es noch eins Rücktritt. Ne? War so. Inzwischen sagen die Leute schon, naja, und da hat der Gudenus recht, was waren wirklich? Deppert geredet haben sie, besoffen waren sie offenbar, ausgeschaut haben sie mit ihren Prolo-Leiberl da natürlich schrecklich und so, aber was war wirklich? Und das, was der Gudenus sagt, ist auch richtig, andere machen das, wie sie sagen, der Herr Benkel kauft die Krone, die halbe, und dass bitte Aufträge an Oligarchen vergeben werden, wie heißt der Terry Baskant, wie die alle geheißen haben, das war ja gang und gäbe. Ne? Und dann fragen die Leute schon, was war? Und eins verwette ich auch, ne? Also strafrechtlich Mölzer, von Ibiza nichts außerkommt. Der Mölzer weint schon eine Krokodilsträne. Nein, für dich. Du sagst, das war kriminelle Energie. Ja, ich glaube, das hat jetzt als Verteidigung geklungen. Also ich würde jetzt mal sagen, natürlich war selbstverständlich, dass der zurücktreten muss und natürlich ist selbstverständlich, dass solche Leute in einer Regierung nichts mehr verloren haben. Aber da haben sie jetzt nur missverständlich geklungen. Das sehen Sie ja eh aber auch Herr so. Herr Misik, die halben Regierungsmitglieder der letzten 30 Jahre. Der gelernte Österreicher, weil Sie solche Sachen immer einreden. Hören Sie mal auf. So. Ja, sozusagen, wann ist das letzte Mal ein Sozialdemokrat verurteilt worden, jetzt wegen was Relevantes? Gut, da fallen mir schon etliche ein. Ja, ja, der Salzburger Bürgermeister für etwas, was eine Gemeinheit war. Ja, und die großen Korruptionsskandale, das ist 30 Jahre her. Das ist aus dem Jahr 1988, Lukona und so Blödsinn. Nein, aber davon leben Sie immer noch, dass Sie solche Geschichten erzählen. Das ist 30, was ist, oder ist es jetzt 40 Jahre her? Nein, 30 Jahre, 31 Jahre ist her. Ja. Ihre Partei hat da schon ein Alleinstellungsmerkmal in den letzten Jahren. Du sagst, dass Ibiza die FPÖ langfristig ruiniert und der Strache hat keine Chance mehr. Nein, das sage ich nicht. Der Strache ist was anderes. Strache hat, glaube ich, keine Chance. Relevant, er wird in den Gemeinderat kommen, da kann er jetzt, hat er jetzt noch ein bisschen ein Knädel, was er dort verdienen kann, aber Relevanz hat das keine. Die FPÖ kann sich von Ibiza jetzt freispielen, das glaube ich schon. Und da haben Sie völlig recht. Ja, ich meine, wir leben in einer Zeit, wo so viel passiert. Katastrophen, Weltkrisen, Gesundheitskrisen. Ist ja auch kein Wunder, wenn sich die Leute nicht mehr an Ibiza erinnern können. Hat der Strache ja keine Backchance? Minimal, er wird reinkommen, aber es ist kein politisches Projekt, es ist ein reines Projekt der Schädigung der FPÖ. Das ist alles, das ist die Tragödie. Das ist etwas, wie der Haider, etwas, was er wesentlich aufgebaut hat, er jetzt versucht zu ruinieren. Es wird ihm nicht gelingen, aber einen Schaden wird er anrichten. Aber schauen Sie, eins muss man schon sagen, die wesentlichen Malversationen in dieser Zweiten Republik, wo man gerade 75 gehört hat, waren von den Mächtigen aus Rot und Schwarz, weil die immer dran waren. Natürlich, von wem denn sonst? Von den Grünen. Das war ÖVP-Regierung. So ja, die haben vielleicht mitgenascht, aber das war doch ÖVP. Ne? Und alles danach, und schauen Sie, das wissen die Österreicher auch. Und Ibiza, da kommt gar nichts aus, nur von den Geschichten danach. Das wissen Sie schon, dass nichts mehr aus. Was das Handy vom Strache hergibt, da kommt was aus. Das Handy ist ja dann davor. Die große Netzwerkpartei
die versucht, alles zu kontrollieren und alles in ihre Taschen zu wirtschaften in diesem Land, ist die ÖVP, da haben Sie recht. Ja, und die SPÖ. Nein, schauen Sie, ich sage Ihnen, ich tue jetzt nie, ich sage einfach, bringe einfach ein objektives Faktum. Die SPÖ ist zweimal in den letzten 20 Jahren aus einer Bundesregierung geflogen und die FPÖ und die ÖVP haben gemeinsam eine Regierung gebildet. Wenn in den SPÖ-Regierungen, die davor gewesen wären, so viel Dreckiges passiert wäre, dann hätten Ihre Partei in der Regierung und die ÖVP das schon ausgezahlt. Aber haben sie offensichtlich nichts gefunden. Ja, das ist de facto. Gut, war eine spannende Runde. Heute ist einmal gestritten worden, könnte man sagen, wenn auch auf hohem und konstruktivem Niveau. Das war's. Morgen ist der Norbert Hofer da. Schöne Grüße. Ja, Beileid? Nein, Beileid nicht. Unter Männern bemitleidet man sich nicht. Ja. Aber Unterstützung. Deine Frage an den Norbert Hofer? Boah, er ist jetzt gerade gar nicht für mich. Folgt Ihnen noch was ein. Ist nicht so, in meinem Fokus. Also morgen Norbert Hofer bei Fellner Live und Groß gegen Bornmänner und viele, viele andere. Ich glaube sogar, der Bundeskanzler wird morgen einen Sprung vorbeischauen. Wir sehen uns morgen wieder, 21 Uhr, Fellner Live. Danke fürs Zuschauen, danke an euch beide und jetzt gute Nacht.